Ja, moin, ihr Lieben und Bösen. Ich freue mich, dass ihr da seid zu einer weiteren Folge von Mischpoke. Ich bin sehr gespannt, was wir heute für hässliche, schöne, ulkige, niedliche und einfach kuriose Kreaturen erschaffen werden. Mit eurer Hilfe natürlich. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Natürlich sind auch Benji und Kazooie da, nur sind gerade etwas verstreut hier, aber Wunderkäse? Oh, da kommt schon der Erste. Komm her. Komm her, Benji. Guck mal. Wunderkäse. Genau. Benjo ist mit dabei. Und Sui, die sitzt gerade da oben. Die steht nicht unbedingt auf Käse. Wie gesagt, Müsli ist da schon ein bisschen besser. So, aber damit mir jetzt nicht alles voll krümelt, komm her. So. Mal gucken, wer ist denn schon alles da? Melli habe ich gesehen, Tini habe ich gesehen, Steve, Tobias, Arti, Vanessa, hallo. Schön, dass ihr da seid. Cool. Ah, schön. Ich sehe schon, da herrscht schon ein reger Schreibverkehr im Chat. Das freut mich. So, ich habe mir mal eine Übersicht rausgesucht. Ich fange wieder ganz locker an. Die ersten ein, zwei Pokémon, die werden ja meistens etwas. Naja, wie das so ist, Warnzeichen und so. Ja, ich habe Verkehr gesagt. Also wirklich. Okay, passt mal auf. Ich habe ja eine Übersicht rausgesucht. Ja, hier ist sie. So, hier sehen wir jetzt mal ein paar Pokémönchen aus der ersten Generation. Und die sollen sie mal ein bisschen helfen, um zu schauen, Mensch, wen haben wir denn noch nicht? Wer eignet sich denn ganz gut für den Körper? Weil ich habe festgestellt, wenn man jetzt zum Beispiel so Pipi nimmt, als Körper ist das doch dann sehr, sehr schwer, da irgendwie einen Kopf und noch so alles dran zu basteln. Aber ach, egal, wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Aber das soll zur Übersicht dienen, wen wir denn noch alles aus der ersten Generation. Sui, dann landet auf der Mikrofonstange. Mäuschen, dadurch geht die so ein bisschen nach unten. Das ist nicht ganz so geil, aber. Na, wie geht's dir? Haben wir uns den ganzen Tag noch nicht so richtig gesehen, weil, boah, heute war richtig viel los an der Arbeit. Und dann habe ich so den ganzen Tag so Kopfdruck, sag ich mal, gehabt. Und naja, so Wetterumschwung wahrscheinlich. Tangela als Körper. Oh. Ja, ach, ich würde einfach sagen, wir fangen einfach ganz locker und leger so zum Warmzeichnen mit dem ersten an. Wenn ihr die Übersicht hier nochmal sehen wollt, sagt mir einfach Bescheid im Chat und dann starte ich die dann nochmal. Okay. So, dann würde ich sagen, Arti hat gerade so wunderbare Ideen. Möchtest du denn Tangela als Körper oder möchtest du ein anderes Pokémon als Körper? Dann fangen wir nämlich einfach jetzt schon mal an. Sui, was machst du da am Halsband? Oh Gott, Tangela. Wenn das wirklich Tangela werden soll, dann werde ich eine Weile sitzen, weil das ist ja ein Konglomerat an Spaghetti-Knödeln. Ja, mal gucken. Dragonir, cool. Das ist doch eine schöne Idee. So, ich zücke schon mal meinen Stift. Ich habe den richtigen Test. Ja, machen wir mal ein bisschen fetter den Strich. Dann sieht man gleich gar nichts. So, und wir nehmen Dragonier. Ach so, by the way, ich habe heute zum ersten Mal Hintergrundmusik laufen. Kann man die denn hören? Ist die zu laut? Ist die zu leise? Oder stört die? Wir nehmen erstmal, wir nehmen Dragonier, okay? Oder kann man die gar nicht hören, weil ich die so leise gestellt habe? Ich wollte die. Oh, sie hört nichts. Okay, Tini sagt, sie hört nichts. Okay, dann mache ich das mal ein bisschen lauter. Wie ist es denn jetzt? Oder ist das zu confusing? Ja, mehr die Hintergrundmusik. Hört man sie jetzt ein bisschen besser? Es ist zu laut, zu leise, weil ich kann das gerade gar nicht so gut hören und deswegen. Und Dragonier ist natürlich jetzt nur so eine Schlange, ne? Das wird ganz interessant. Okay, dann lasse ich die einfach mal laufen. Wenn die euch stört, dann kann ich sie ja immer noch abschalten.
so einfach macht das die Technik heutzutage, ist doch der Wahnsinn. Puh, so, Warmzeichen, genau. So. Mal überlegen. Den Hals wollten wir mit dran lassen, glaube ich, soweit ich weiß. So. Den kleinen Buckel da kann man hier noch lassen. So. Okay. Warte mal, wir machen noch den. Oh mein Gott, ich hab's befürchtet, dass das Grafiktablett so, jetzt so ein bisschen spinnt. Das hat mal was mit dem Arbeitsspeicher zu tun, obwohl ich eigentlich viel Arbeitsspeicher habe, aber ab und zu kommt dann dieses blöde Problem doch noch. Okay. Dann lassen wir das erstmal so. Dann nehmen wir erstmal. Wir lassen es jetzt bei Dragon hier. Das ist der erste Gedanke ist meistens der beste. Okay, Tenny. Tenny darf sich jetzt den Kopf aussuchen. Bin ich mal gespannt. Ich kann auch gerne nochmal die Karte zücken. Als Inspiration. Vielleicht. Ganz viele süße Viecher. Das ist wunderbar. Dragon hier schon, sieht schon ein bisschen aus wie eine Schlange. Rettern sieht aus wie eine Schlange. Sehr schön, cool. Okay, dann nehmen wir Rettern. Das Face von Rettern. Rettern! Das erinnert mich jetzt an dieses Pokémon Stadium Spiel. Das war so cool. Diese Minispiele. Okay. Hier mal ein Gesicht von Rettern. Das ist der Gute. Gut. So. Schad weg. So. Dann gucken wir mal. Heute wollen die Vögelchen nicht so dabei sein. Ist ja auch ganz gut. Schont meine Klamotten, weil die beiden immer so ziemlich mit Kacken anfangen. Das Auge sieht ein bisschen blöd aus. Ja. Goofy Boys. Juck. Das passt dann komischerweise dann auch. Woran das wohl liegt? Ich komme heute aus dem Zeichnen nicht mehr raus. Ich habe schon heute Morgen 2 Stunden, bevor ich zur Arbeit gefahren bin, am Splatfest-Bild gesessen. Da bin ich damit nicht fertig geworden. Bin zur Arbeit, bin von der Arbeit sofort wieder ans Splatfest-Bild und jetzt wieder am Grafiktablett. Oh ja. Yeah. Und wenn ich dann hier fertig bin, muss ich weitermachen, weil ich bin leider nicht fertig geworden. Das dauert immer so ewig. Sui, ich würde mich sehr verbunden fühlen, wenn du nicht an meinem Ohr geklappern würdest. So ein Stück Käse. Jetzt habe ich das Stück Käse und jetzt bist du weggeflogen. Guck mal, Zoe. Guck mal hier. Ich leg's mal hier hin. Ne? Du weißt ja, wo es liegt. So, und die kleinen Nasenlöcherchen. So. Ja. Melly darf sich mal die... Oh Gott, wollen wir dem noch Arme und Beine geben? Das wird ja irgendwie ein bisschen komisch. Also ich glaube, die Beine könnten wir weglassen, oder? Wir nehmen mal die Arme. Melly, welche Arme dürfen es denn sein? Oh ja. Noch sieht das Pokémon ziemlich, ja, harmlos aus. Seid heute ganz schön unruhig, oder? Wollt ihr keinen Käse heute?
Müsli ist besser, ne? Oder wollt ihr euer Häuschen? Käse rantragen. So, Mandy hat, bitte, warte, arme Gott, mein Hirn, ey. Ja, willkommen im Club, Mandy. Ich bin heute auch ziemlich durch. Okay, ich kann dir gerne nochmal die Karte geben. Ich brauche einen Shortcut für diese Karte. So, schau mal, hier haben wir ein paar. Wieso habe ich jetzt ein Warte... Na, egal. Muss schon alles seine Richtigkeit haben. Okay. Ist mir jetzt Photoshop abgeschmiert? Nee. Puh. Ach Gott, das macht's nämlich manchmal. Ich glaube, die suchen ihr ein Häuschen. Hallo Dani, hallo Total, schön, dass ihr da seid. So. Sind Flügel auch Arme? Pff, klar, bei mir schon. Das ist doch eh ein total verrücktes Genlabor hier. Okay, sucht ihr... Was? Smetbo, ja cool. Sehr schön. Nehmen wir Smetbo. Wo sind die Birdies jetzt hin? Naja. Oh, wo machen wir die jetzt hin? Die können wir dann nur so hier so hinmachen, ne? Ja. Machen wir sie mal schön groß. So, das haben wir so. Es ist blöd, wenn man selber keine Musik hat, wenn man irgendwas singt und dann... Oh, sie sind wieder da! Oh, sie haben sich Obst mitgebracht. Das war's wohl gewesen. Die Olle kommt hier mit einem doofen Käse. Nehmen wir ein lecker Obst. So. Steve darf sich schon mal... Oder na gut, was... Wollen wir in den Schwanz noch einen Schwanz malen? Irgendwas fehlt doch noch. Oder wollen wir das so lassen? Was meint ihr? Wollen wir noch irgendwas ganz Verrücktes da dran malen? Oder haken wir den jetzt so ab? Als warm... Na, aber irgendwas fehlt hier noch. Hier so. Da fehlt noch was. Boxhandschuhe. Was Feuriges. Na gut. So. Boxhandschuhe. Aber ohne Arme? Das müssen wir irgendwie lösen. Irgendwas zerknabbern sie jetzt. Ach, Zeitung, okay. Nicht, dass es irgendwie so ein Artbook ist oder so. Irgend so eine Special Edition, alle 150 Euro. So. Warum nicht?
Eine Rocky Boa. Aufpassen, dass ich gerade sitze. Oh, wer ist denn da? Seltener Besuch. Jetzt verkrümelt sie sich im Nacken. Oh, ich glaube, die füttern sich jetzt. Oh je. Käse, Frucht, Mixgetränk. Ich muss jetzt mal lesen hier. Am Schwanz einen brennenden Boxhandschuh. Ach so, einen brennenden Boxhandschuh. Ja, dafür hat sie jetzt so Boxhandschuhe. Einen brennenden Boxhandschuh. Eigentlich habe ich sogar drei total. Oh Mann, jetzt werdet ihr Live-Schauspiel der Fütterung. Super gemacht. So, da wollen wir weitermachen. Dann speichern wir das noch ab, weil es ja so wunderschön gewesen ist. So, Mischpoke-Ergebnisse. Das ist Nummer 5. So, speichern. Wer war denn jetzt noch nicht? Oh, viele, ne? Steve, welcher Körper darf es denn sein? Mit einem Büsch ist alles weg. Der Thaddäus-Emoji ist cool. Sehr cool. Gold King. Geht klar. Gut, Goldkin. Platin King. Ja, oder Silber King. Oder genau, goldene Schallplatte King. So. Jetzt ist ja wieder so das Gesicht im Kopf, aber na egal. Zum Körper gehört noch das Horn. Deswegen kommt das mit dran. Das sieht aus wie Planet der Eistüten. Ich glaube, da können wir muss lustig und froh dann alles dran bauen. Ja. Wer war denn jetzt noch nicht? Oh, Ferry, hallo! Schön, dass du da bist. Ja, ist Körper und Kopf, aber können wir jetzt nicht ändern. Wir machen das Beste daraus, müssen wir irgendwie den Kopf dann da reinbampeln. Oder wir nehmen nur das Gesicht. Wollen wir das so machen, dass wenn der Körper irgendwie schon die Kopfform ist, dass wir dann einfach nur das Gesicht reinballern und gut ist. Okay, ach, nehmen wir mal total, total. Welches Gesicht darf es denn sein? Von welchem Pokémon das Gesicht? Jetzt kleine Inspiration. Ihr seid ja unruhig heute, Bin da, wer noch? Ferry, danke schön für deinen Follower. Gibt's Sherrocks? Ja, den gibt's. Den hab ich doch gerade hier gesehen. Und da wollten wir das Gesicht nehmen, ne? Das ist ja Sichlor. Was bin ich denn? Sherrox ist der Rote. Ist der überhaupt drauf?
Nee, ich glaube, der kommt später, oder? Der ist nicht... Doch, der ist erste Generation. Bin da! Wer noch? Dum, 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 dum. Da ist noch jemand. Lufia! Hey! Dankeschön für den Follow und schön, dass du da bist. Oh! Aber nicht so laut hier. Leute, bin ich blind? Warum sehe ich hier Xerox nicht? Ja, genau, das ist nicht erste Generation. Dann kann man den auch nicht nehmen. Welchen darf es denn dann sein? Guck mal, alle die hier drauf sind, das sind alle die von der ersten Generation, da ist kein Xerox drauf. Ich dachte erst Sichlor wäre es, aber der ist ja rot. Also Xerox. Wir nehmen erstmal die nur aus der ersten aus der ersten Generation und steigern uns dann so langsam. Dann nehmen wir dann die zweite mit rein, die dritte, weil sonst wird das ein bisschen zu unübersichtlich am Anfang. Kaputops! Ja, schön! Das Gesicht von Kaputops! Cool. Das ist eine gute Idee. Oh, oh. Jetzt haben sie irgendwas runtergeschmissen. Okay, das wird ein sehr, sehr spaciges Vieh, glaube ich. So. Oh mein Gott! Gibt ihr mir aber Aufgaben. Also das Gesicht ist gleichzeitig der Kopf, sonst geht das gar nicht anders. Da muss ich ein bisschen abwandeln, dann wird das nichts. Bei mir guckt er ein bisschen böser. Das Vieh sieht voll abgespaced aus, du. Nee, machen wir hier so rum. So. So, Vanessa war auch noch nicht da, dran, da. Ich hoffe, sie ist noch da. Mit irgendwas sind sie heute unzufrieden. Vanessa darf sich die Arme aussuchen. Von welchem Pokémon dürfen es die Arme sein? So. Alles in Obi. Tobi van Kenobi. Menki, cool. Oh, jetzt ist Ui gerade auf meinem Fuß. Scheiße. Gut, dass ich nicht kitzig bin. Oh, Menki hat schönen Abend. Das ist eine schöne Idee. Ah, oh mein Gott. Oh mein Gott. Zoe, not die Füße. Nicht die königliche Füße. So, Manke. Sind sie auf dem Schoß beide? Oh mein Gott. Nee.
nicht auf das Mikrofon gehen. Das kommt nicht gut, du. Das kommt nicht gut, du. So. Wenn man ihnen nicht das Mikrofon gibt, dann beißt er. Na super. Das ist ein Scheiß-Deal, Benjo. Oh ja, Ventilator. So. Ich habe Enten im Haus. So. gut. Dann hätten wir das auch. So, wen hatten wir jetzt noch gar nicht, überhaupt nicht? Tobi hatten wir dich schon? Nee, Tobi hatten wir noch gar nicht. Dann darf sich Tobi jetzt die Beine aussuchen. Ich kann dir auch gern nochmal die Karte aufzeigen. Die magische. Also irgendwie komme ich hier mit dieser einen Stelle nicht zurecht. Warte mal. Okay, die Karte. Sie kommt sofort. Da ist sie. Also, zu deiner Frage, Fairy, ich werde die erstmal so lassen. Aber ich glaube, so das eine oder andere Pokémon könnte man dann vielleicht auch farbig machen. So von den besten, denke ich mal. Weil es ist nicht jede Kreation fesch und fresh genug oder cool genug irgendwie, um das dann farbig zu machen. Aber ich glaube, die besten, die werde ich dann bestimmt mal farbig machen. Da habe ich schon Lust zu. Könnte man wirklich mal machen. Bekommen die dann noch ein bisschen mehr Leben eingehaucht. Hallo Crimson Prime, schön, dass du da bist. So, Tobi, deine Wahl. Ein paar haben wir ja noch. Komm her. Oh, das ist ja mein Benjo. Hallo. Möchtest du Käse? So viel Käse, wie ihr kriegt, hm? So. Evoli-Beinchen. Okay. Dann setze ich mal den Benjo auf den Kopf. Evoli-Beinchen. Platt, 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 platt. Im Sommer echt toll, aber... Wenn ich die ganze Zeit. Louis sitzt gerade auf meinem Schoß und quakt. Oh, du bist schon so eine Ente. Die sitzt da sehr, sehr gerne. Fühlt sie sich sicher. So, Evoli. So, mal gucken, wie wird das. Oh mein Gott, ich glaube, das Vieh wird schon mal nicht schwimmen. Also sind die Beine eigentlich so die einzige Möglichkeit, sich überhaupt gerade halten zu können. Benjo, wie bist du denn drauf heute? Okay. Ist ja recht katzenähnlich. Gucken, ob ich hier irgendwas. Vernünftiges. Okay. Oh. Quack, quack. Ja, ja, du mich auch. Quack, quack. Ich nehme mal ein bisschen Bauch weg. Muss mal gucken, wie ich da jetzt diese Beine dran bastle. Thank you.
Benjo, kann ich dir irgendwie helfen? Der möchte unbedingt aufs Mikrofon. Weil ich ihm das nicht gestatte, wird er böse. Komm mal hier. So. Okay, das Vieh sieht sehr skurril aus. Wollen wir dem noch einen Schwanz geben? Ich glaube, da würde einen guten Schwanz passen. Der erste Schwanz, der genannt wird, wird genommen. Das ist eure Quickrunde. Bin ich mal gespannt. Bauchnabel, ja. Wir können ja aus dem Bauchnabel so ein Dickdreh rausgucken lassen. Kangama, okay. Tini sagt Kangama. Kangama kommt. Der Tag geht. Kangama kommt. Mein Guter, was ist mit dir heute? Ach, du willst zu Sui? Komm mal her. Okay, dann bleibst du da. Kangama. Oh, der ist ziemlich massiv. Ah, oh. Ja, dann geh doch runter zu Sui. So. Kinder. Kinder kaufen Käme, es kommen lausige Zeiten. So, Kangama. Mal hier mal so runterhängen, dann hat er hier so ein paar Stacheln. Das erkennt man hier kaum. Yeah! Yeah! Yay! Okay! Irgendwie sehr skurril geworden, das Vieh. So, jetzt bräuchte ich mal die Hilfe meiner lieben, wunderbaren Mods. Wer war denn jetzt noch überhaupt nicht? Oh, der Yoshi ist da! Hallöchen! Ich krieg hier gar nichts mehr mit, ey. Okay, speichern unter. 6. Wer war denn jetzt noch nicht? Ich soll ja schließlich jeder einmal drankommen. Mindestens einmal. Ich trinke so lange meinen Kaffee. Habe ich einen Rülpser als Signal? Nee. Ja, so ein bisschen, das stimmt, weil das so... Thank God it's Friday! Oh yeah! Wochenende hoch die Eskalation! Oh, ich freue mich schon. Ich bin heute so mega durch, ey. Ich freue mich schon richtig auf das Wochenende. Ausschlafen. Zocken. Natürlich zeichnen. Mit den Birdies was machen, ne? So, der Mama weg. Und dann gucke ich gleich mal, wer hier noch nicht dran war. Oh, ein wildes Sui ist aufgetaucht. Sie guckt gerade so süß über die Tischfläche. Schade, dass man das nicht sieht. So süß. Fairy und Crimson Prime waren auch noch nicht dran. Ja, Lufia, Fairy, Crimson. Okay, pass mal. Fairy darf sich den Körper aussuchen und Crimson Prime darf sich schon mal einen Kopf überlegen. Ich gebe euch auch nochmal die Karte. Also Fairy den Körper und Crimson den Kopf. Guten Hunger, Arti. Bis später. Mach's gut. Schön, dass du da warst. Das glaube ich nicht, Tim. Hört man die Rufzeichen nicht doppelt? Das wäre echt blöd. Ist gebonkt. Okay. So, jetzt achte ich mal auf Fairys Antwort. Bin da. Wer noch? Total hat ein Follow da gelassen. Dankeschön. Immer wenn ich das höre, muss ich dann die ganze Melodie mitsingen. Ist auch eine geile Serie mit dem Baby. Nicht die Mama! So. Hier haben wir nochmal alle. Da kannst du dich inspirieren lassen.
In 30 Minuten. Okay. Bis in 30 Minuten total. Lieber Steve, Trollolo darf in 16 Sekunden wieder verwendet werden. Das ist ja gleich. Achso, du kannst die Namen nicht lesen. Die sind zu klein. Oh, scheiße. Warte mal, ich versuche die mal größer zu machen, aber ich kann ihn... Super verpixelt. Du kannst ja auch gern beschreiben. Darf es ein Pflanzen-Pokémon sein? Ein Feuer-Pokémon? Ein Ditto? Ganz links aus der dritten Reihe. Warte. Das dritte Pflanzen-Pokémon ganz links aus der dritten Reihe. Oder meinst du hier? Giflor? Oder Mirapla? Meinst du Mirapla? Dieses hier? Wo meine Maus... Ich kann das jetzt gerade nicht anzeichnen. Vierte Reihe. Ah ja, genau. Also dieses hier, ja? Das ist Mirapla. Ich hoffe, das ist richtig. Das ist dieses kleine Knäuel mit den Blättern oben aus dem Kopf raus. Ja, okay, alles klar. Mirapla für Fairy. Was mache ich denn hier? So. Ja, das ist süß. Weil das ist auch nicht schwer. Das kann man auch so gut, super gut zum Warmzeichen nehmen. Eigentlich müssen wir es ganz klein meinen, aber nee, das machen wir aber nicht. Also der Körper. Das ist ja eigentlich... Machen es mal ein bisschen größer, sonst wird das Pokémon so winzig. So, und Crimson sagt uns jetzt noch den Kopf. Niedliches Unkraut, schreibt Tini, genau. Porygon, der Kopf von Porygon. Okay, wer war noch nicht? Der darf nämlich dann, wer noch nicht war, darf das Gesicht sich aussuchen. Das glaube ich nicht, Tim. Okay. Ist noch nicht kantig genug. Da müssten wir dann eigentlich das restliche Gesicht von dem Gesicht-Pokémon dann müssten wir auch kantig machen. Ich mach's noch mal ein bisschen. Ich hoffe, das gehört noch nicht zum Gesicht, aber... Gucken wir mal. So, wer war denn jetzt noch überhaupt gar nicht? Alter Schwede. Ich glaube, wir waren alle dran jetzt, ne? Alle waren alle durch. Oder warte mal, am Anfang war doch noch... Wer war denn da? Da war doch noch jemand. Yoshi, Simon, Lufia. Stimmt! Dann darf sich jetzt Yoshi das Gesicht aussuchen, Simon die Arme und Lufia die Beine. Könnt ihr euch schon mal überlegen. Also Yoshi das Gesicht, Simon die Arme und Lufia die Beine. Crimson hat sowas von recht. Man wächst an seinen Aufgaben, das stimmt.
Er muss sich immer wieder steigern können. Was machst du denn in meiner Tasse, Mäuschen? Oh, ihr seht das wieder nicht. Das ist so schade. Oh. Ich liebe das Geräusch von einer leeren Tasse, wenn man da so dran schnippt mit dem Fingernagel. Macht sie das dann immer so nach mit dem Schnabel? Ja, ist Luffy eigentlich noch da? Das ist eine gute Frage. Luffy, bist du noch da? Ja, nö. Luffy schreibt nö. Okay, Luffy ist nicht mehr da. Dann. Ja, stimmt. Ich brauche noch eine Birdie-Cam. Das ist eine gute Idee. Die brauche ich. Der Sprain AFK. Das sind wir doch alle, oder, Luffy? Also vor allen Dingen ich heute. Boah. Okay, also nochmal. Yoshi, falls du noch da bist, wir brauchen ein Gesicht. Simon, die Arme und Luffy die Beine. Ansonsten machen wir das wieder mit Wild rein, wer als erstes schreibt. Das nehmen wir dann. Können wir eigentlich sowieso gerne mal auch einen ganzen Stream lang machen. Dass immer der, der zuerst was schreibt, das nehme ich dann. Weil sonst hat man dann so lange Wartezeiten. Das wollen wir ja nicht, ne? Das wollen wir nicht. Banjo. Die meistgeknutschten Vögel. Okay, ich fürchte fast, Yoshi ist nicht mehr da. Bestimmt, weil er keine Vögel zu sehen bekommen hat. Okay, Luffy, dann sag mir einfach mal die Beine, okay? Dann fange ich mal mit den Beinen an. Vielleicht meldet sich ja Yoshi nochmal. Dann schiebe ich das Gesicht dann so am Ende nochmal rein. Das klingt falsch, aber das arme Pokémon... Ja, ich fürchte, manche Pokémon, die kommen hier nicht gut weg. Okay, Luffy, von welchem Pokémon dürfen es denn die Beine sein? Momentan sieht er ja aus wie ein Klops mit einem Lego-Baustein obendrauf. Wie so ein Kloß. Oh, der Kühler vom Laptop ist laut, ne, Mäuschen? Überlegt ihr jetzt, oder? Ist mein Chat stehen geblieben? Soll ich nochmal die Karte aufmachen? Beine von Nummer 78, Galoppa. Meine Güte. Holla, der weiß gleich noch die Nummer. Das ist ja... Das ist ja Wahnsinn. Galoppa. Okay. Galoppa. Oh mein Gott. Da brauchen wir dann aber vernünftige Vorderbeine, um das auszugleichen. Muss ich jetzt mal gucken, welche... Das ist ja ein Pferdchen. Mit Feuer an die Beine. Verkohlte Beine. Kein Anschluss unter diesem Chat. Genau, Crimson. Besser hätte ich es nicht sagen können. Super. Das ist aber nicht so einfach. Okay, ich muss mal ein bisschen höher gehen. Das sind erschwerte Bedingungen hier, ja? Ich habe zwei Vögel auf der Hand. So ist es meistens. Wenn ich hier sitze und arbeite, da sitzen die immer auf einer Hand. Ich habe immer nur eine Hand frei. Das ist... Hm. Oh mein Gott! Das Vieh und ferne Beine, das ist das. Oh Gott. Hm. Ja, Hufen halt, ne? Dann hat es ja auch noch hier so Feuer an der Wade, ne? Ach Quatsch, an der Wade, am Oberschenkel. Achso, mein Radiergummi war so groß. So. Alter Schwede. So. Wir belassen es bei einem Bein. Nein.
Oh Gott, wie soll man das denn jetzt? Das wird so komisch aussehen. Warte mal, ich versuche mal eine andere Perspektive zu finden. Pferdebeine, muss ich sagen, sind auch nicht so meine Megastärke. Da gibt es Besseres. Aber man wächst an seinen Aufgaben. So, und auch hier verkohlte Oberschenkel. Gut. Jetzt muss ich erstmal hier lesen. Ach du Scheiße, steht da. Kein anderer, die Waldfee. Ich muss leider los. Tschüss, Tini. Mach's gut. Und viel Spaß beim Turnier, ne? War das, glaube ich. Ja. Das wird sexy. Okay, ich glaube, Yoshi ist nicht mehr da. Wer hat denn dann noch gefehlt? Yoshi, Lufia hat mal. Simon, bist du noch da? Simon, meld dich mal. Meld. Unser Pokémon braucht unbedingt noch irgendeine Gliedmaßen. Okay, Simon, du darfst jetzt mal Arme aussuchen. Oder hast du denn ein Gesicht, was dir lieber ist? Schreib mir einfach, welches Pokémon und Gesicht oder Arme und ich mach das dann. Oh, du bist gerade zurückgekommen. Dann ist ja der perfekte Zeitpunkt gekommen. Oh, jetzt sind sie so gemütlich. Gemütliche Birdies. Friday afternoon. Oh ne, eigentlich ist ja schon Abend. Thanks God, it's Friday. So, Simon, welches Pokémon? Pikachu-Arme? Gut. Kommen sofort. So, und dann, wir waren jetzt noch nicht, oder? Naja, ich glaube, jetzt haben wir aber auch alle durch, ne? Dann darf sich Melly ein Gesicht überlegen. Und ich mache jetzt erstmal Pikachu-Arme. Jetzt wird das arme Vieh gar nicht mehr fertig heute. Thank God it's Friday! Pika Pika! Das glaube ich nicht, Tim. Okay, das da hinten sieht ein bisschen komisch aus. Okay, ein Gesicht. Raupi-Gesicht! Ja, das ist eine schöne Idee. Ein Raupi-Gesicht kommt sofort ohne Verzögerung. Oh, ein Raupi. Das ist so wunderhübsch. Vor allen Dingen im Polygonstil. Ich will jetzt von Raupi unbedingt das komische... Was ist das eigentlich? Hat jemand eine Ahnung, was das sein soll? Ist das ein Horn? Ich weiß es nicht. Da bin ich echt überfragt. Ich glaube, es ist ein Horn. Ein Raupi-Horn.
Das machen wir mit dazu. Einfach, weil wir es können, ne? So. Raupi hat schöne große Augen. Oh mein Gott. Okay. Das ist echt ein krasses Vieh. Wollen wir dem Vieh noch einen Schwanz geben? Wenn ja, dann schreibt einfach von irgendeinem Pokémon den Schwanz rein. Und ich zeichne das. Bin da, Goldini, sehr schön. Goldini ist eine gute Idee. Goldini. Den einen so schönen. Oh, Splatgirl! Hallo! Vielen Dank für den Host. Okay, Goldini ist ja recht, ja. Wellig. Oh mein Gott. Was so ein Schwanz ausmacht, ne? Ein Stern, du Bauchnabel? Warum nicht? Wir können's ja. Okay, warte mal, ich guck mal, ob das umsetzbar ist. Und wie? Machen wir da mal. Ja, warum nicht? Melli hat eine sehr gute Idee gehabt. Wie mache ich denn das jetzt mit einer Hand? Das sind wirklich schwere Herausforderungen hier. Warte mal. So. Oh, armbürdig. So, okay, ein Bauchnabel. Warte mal, wo ist denn der justiert? Hier wird der da irgendwo sein, ne? Das ist ja auch mega verziert, das Vieh. So. Wenn das nicht mal mega geil ist. Ja, das sieht doch mal okay aus, oder? Ganz passabel und brauchbar. Ein Pokémon, wie man es sich wünscht. Ein starker Starter-Pokémon der Träume. Cool, das gefällt mir. Das ist irgendwie cool geworden. Oh mein Gott. Okay, ich speichere es mal ab. Namen können wir dem Wesen auch irgendwann mal geben. So. Oh, langsam kriege ich einen Krampf auf der Hand.
Ich brauche hier so eine Vogelstange in Handform. Am besten so weich und so warm wie eine Hand und dann habe ich wieder beide Hände frei. So, ich glaube, ja, eins schaffen wir noch, Dicke. Eins schaffen wir noch. Dann gucken wir uns alle nochmal an. Im Schnelldurchlauf. Gut, Splatgirl darf sich mal einen Körper aussuchen. Ich gebe dir auch wieder die Karte. Die magische Pokémon-Karte. Oh nee, das war was anderes. So. Ja, merci. War echt eine schöne Idee von dir, Melly, mit dem Bauchnabel. Genau. Was so ein Stern-Du-Piercing so alles hübsch machen kann, ist Wahnsinn. Okay, Splatgirl überlegt sich jetzt einen Körper und dann würde ich einfach vorschlagen, mach mal so der Reihe nach, wer zuerst schreibt. Akani! Okay. Akani. Warum singe ich jetzt den Namen? Das weiß ich doch nicht. Oh mein Gott, das hat viel Fell. Okay, dafür muss ich die Piepmätze mal. Komm mal hier. Geh mal da drauf. Und du darfst natürlich daneben. Oder du gehst runter, ja. Ja. Okay, Akani. Okay, fangen wir mit dem Groben an. Nicht gleich in Details verhaspeln. Schön. Von der Musik bekomme ich immer instant gute Laune. Da kann es einem noch so schlecht gehen. Mal ein bisschen eckiger. Sorry, das dauert jetzt ein bisschen lange. Wieso male ich jetzt schon die Beine und... Jetzt will ich ein komplettes Pokémon malen. Geht schon klar. Oh Mann, ey. Oh, Kaffee ist alles schade. Ich bin so durch. Brauche ich ja nicht. Ich brauche ja einfach nur den Rumpf. Und nichts anderes. So. Gut. Splatgirl, meinst du die Trollolo-Musik? Warte mal, habe ich nicht auch noch einen zweiten Abschnitt davon? Okay, oh, Snibbles ist ja da. Cool. Hallo, Snibbles. Ja, genau. Mein Kaffee sieht momentan so aus. Schnüff. okay. Ist Snibbles irgendwie noch da? Gerade gekommen? Wieder weg? Ich weiß es nicht. Falls du da bist, kannst du nämlich einen Kopf aussuchen. Ein Pokémon-Kopf. Schrumpf-Pokémon-Kopf. Ja, neuen Kaffee wäre schon cool. Ah, mach ich gleich. Jenny ist wieder da?
Tini ist wieder da. Okay, Snibbles, magst du dir bitte einen Kopf aussuchen? Warte mal, ich gebe dir auch noch die Karte. Von welchem Pokémon darf es denn der Kopf sein? Kakao ist auch gut, Splatgirl. Aber den mag ich lieber im Winter. Aber so richtig gute Automaten-Kakao. Mm. Goofy kann in 64 Sekunden wieder benutzt werden. Ja, guck mal hier, mein Mäuschen. Ja. Guck mal. Ja, der ist wirklich süß, der Emoji. Ein Glurak-Kopf, alles klar. Glurak ist jetzt auch ein bisschen fordernder, tricky. Ich mache jetzt aber nur grob. Weil das Gesicht wird ja eh ein anderes Pokémon. Ja, vor allen Dingen, ich darf ja noch nicht das Gesicht malen. Das wird ein bisschen schwierig jetzt. Ich male das jetzt einfach nur, damit ich hier nicht mich verhapsele. Weil irgendwie muss man das Maul ja mit dazu malen, weil der Kiefer ja da dran sitzt. Okay, ich lasse ihn jetzt erstmal so. Wir werden gleich mal sehen, was der Kopf, das Gesicht wird. Gesicht. Der Erste, der ein Gesicht schreibt, in den Chat, das nehme ich. Elektroball. Okay, cool, Steve. Oh Gott. Ja, das passt sehr schön. Pass mal auf, da lasse ich nämlich den... Dann male ich von Glurak noch... Wenigstens... Zähne. Egal. So. Elektroball. Oh, das ist sehr schön, denn der hat ja... An irgendwen erinnert der mich gerade irgendwie. Na komm, weil der ja so ein geteiltes Gesicht hat. Übernehmen wir das noch. Oh Gott, das ist fies krass.
So. Die Beine von einem Pokémon. Der erste, der ihn schreibt, das nehme ich. Also, das nächste Pokémon, was hier im Chat steht, davon nehme ich die Beine. Wieso wurde denn das Klo gespammt? Sieht das so beschissen aus? Man wähle Rufzeichen mit Bedacht. Tauros ist das erste Pokémon. Ach du Grüne, ihr habt heute aber auch eine krasse Auswahl, muss ich schon sagen. Okay, die Beine von Tauros. Uchi, kaka, oh, go, go. So. Dann mach ich mir das wieder weg. Guck mal, ein Fehler. Oh ja. Daran haben wir alle Freude. So. Das ist ja Käse, was ich hier mache. Okay, und das nächste Pokémon, was hier im Chat stehen wird, davon nehme ich die Arme. Hallo Lamastars, schön, dass du da bist. Galoppa hatten wir doch schon, oder? Snibbles Galoppa hatten wir heute schon. Lieber eins, was wir noch nicht hatten. Aber das wusste Snibbles nicht. Also schnell noch ein anderes schreiben. Wir haben ja noch ein paar. Ich kann euch auch gerne nochmal die Übersicht zeigen. So, welche Arme nehmen wir denn? Und sagt nicht Kokowai, der hat nämlich keine Arme. Tobias sagt Mauzi, cool. Mauzi-Arme, ist eine schöne Idee. Guck mal, der guckt doch gerade so schön fies. Wisst ihr, was da gut passen würde? Eine passende Pose. Mauzi. Moment mal, das muss ein bisschen kleiner.
Der guckt schon wie so ein fieser Geldeintreiber. Oder Pokémon-Klauer. Pokémon-Dieb. Pikachu will ich mir auch noch stehlen. Na, was soll der mit Pikachu? Und wie, vor allen Dingen, wie soll der überhaupt stehen können? Das ist echt Frage über Frage. Okay. Der wirkt irgendwie noch ein bisschen nackig für mich. Oh mein Gott, dass er überhaupt laufen kann. So, und ein Schwanz, bitte. Das erste Pokémon, was im Chat stehen wird, davon nehmen wir den Schwanz. Ein Relaxon-Schwanz? Gestören nicht bezahlt, so guckt der. Oh ja, ganz genau. Steuereintreiber-Pokémon. Das wäre doch mal eine geile Attacke, oder? Steuereintreibung! Thank God it's Friday! Also ich glaube, Relaxo hat keinen Schwanz, oder? Wenn er nur so ein kleines, was man gar nicht sieht. Oder? Ich habe wohl kein Bild von Relaxo von hinten. Schweinerei. Nee, lass uns ein anderes nehmen. Hoch die Hände, Wochenende, genau, Splat Girl. Tja, das ist wirklich eine Frage. Eine gute Frage. Da könnte ja hier irgendwie so eine... Irgendwie so eine... Man sollte echt Probleme haben zu laufen. So. Problem gelöst. Da melde ich Patent drauf an. Jetzt bei Amazon. Pokémon Gehhilfe. Für Verhinderte, Behinderte und misshandelte, unfallierisierte Pokémon. Also die zu viele Kämpfe hinter sich haben. Und dann auch halt nicht mehr schön aussehen und laufen können und so. Das ist irgendwie zu krass geworden hier hinten. Okay, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst mehr im Chat. Haben wir jetzt von irgendeinem coolen Pokémon den Schwanz? Oh Gott, Mewtwo hatten wir, glaube ich, schon. Wäre aber auch nicht schlecht. Onyx! Onyx ist irgendwie cool, das gefällt mir. Mewtwo ist auch cool, Tobi, aber ich glaube, Mewtwo hat man das letzte Mal schon den Schwanz. Deswegen nehme ich mal Onyx. Onyx ist zwar ein ganzer Schwanz, aber das ist cool. Nice. Gefällt mir. Thanks God, it's Friday. Okay. Tobi schreibt, oh Gott, Luft holen? Was ist passiert? Ich kann nicht mehr vor Lachen. Ach so. Oh je. Okay, jetzt kommt noch ein.
Der gefällt mir wirklich auch ausgesprochen gut. Mal wieder schöne Kreaturen geschaffen heute. Das macht wirklich Spaß mit euch, muss ich schon sagen. Hätte ich nicht gedacht. Das war ja alles noch so, na, ob das überhaupt funktioniert. Aber das funktioniert bis jetzt zum Glück hervorragend. Zu einem tollen Publikum. Sowieso. Ah, nicht auf das Mikrofon. Komm mal hier. Knutschi-butschi. Wir können den ganzen Tag knutschen. So. Glaumol Voltau... Oh Gott, ich kann es gar nicht aussprechen. Glumau Voltauronix. Sehr schöner Name. Warte mal, kann ich mir den kopieren? Dann nenne ich das nämlich gleich so. Das gefällt mir auch richtig gut. Ist, glaube ich, mein Favorit von heute. Wir schauen jetzt auch mal zum Ende alle nochmal an. Und der ist ganz hoch im Kurs. Okay, wartet. Ich guck mal, ob ich mir das... Ja, ich kann mir das kopieren, so wie es aussieht. Ugo? String C. Mal gucken, ob das funktioniert. Datei speichern. No. Weil wenn ich das nochmal frei in die Scheibe geben müsste... Ja, es funktioniert! Super! Snibbles, dein Namensvorschlag ist jetzt schon mal gleich hier eingegeben, aber ich werde nochmal in Klammern 08 dazu schreiben. Cool. Speichern. So, dann gucken wir uns alle nochmal an, würde ich sagen. Heute haben wir nur 3 geschafft, aber dafür richtig aufwendige, fand ich. Die waren schon sehr... Naja, das war das von vorhin. Das fand ich auch nicht schlecht. Oh mein Gott, das sind so geile Kreaturen. Das war, glaube ich, das... Nee, das war das zweite. Das hat auch irgendwie was. Vor allem die Attacken, die müsste man sich mal dafür überlegen, was das dann für Attacken drauf hat. Todwedel-Attacke. Oder Windwedel-Attacke. Oh, das ist... Ach ja, stimmt, genau. Das war unser erstes, genau, das zum Warmzeichnen. Unsere Schlange hier. Cool. Sehr schön. Doch, wundervolle Ergebnisse. Gefällt mir sehr gut. Also, das hat wieder richtig viel Spaß gemacht mit euch. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Ich bedanke mich für alle, die mitgemacht haben, für die Arbeit meiner wundervollen Moderatoren und meiner technischen Unterstützung, Steve. Und ich würde mal sagen, genießt das Wochenende. Ich wünsche euch ein ganz wundervolles und bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Sagt mal tschüss. Tschüss. Macht's gut.